Markus Reichel, Kreisvorsitzender der CDU Dresden und von Carsten Bisock, stellvertretender Kreisvorsitzender der FDP Dresden. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitbürger, vielen, vielen Dank, dass Sie heute hier sind. Es bewegt mich, dass wir hier Parteien, Kirchen, die jüdische Gemeinde und Bürger dieser Stadt vereinen. Und ich bin glücklich und dankbar, dass wir alle gemeinsam diesen Aufruf in die Welt brachten. Was uns hier alle eint, ist, dass wir uns aus unserer Komfortzone herausbegeben haben. Und ich kann Ihnen das auch nur für meine Person sagen. Ich bin ehrenamtlicher Politiker und es kostet mich durchaus Kraft und Überwindung, hier in dieser Situation, hier jetzt vor Ihnen zu stehen. Und ich bin mir sicher, dass viele von Ihnen auch noch keine Erfahrung mit Demonstrationen in so einer Situation haben. Und ich denke, dass auch viele meiner Mitredner das noch nicht haben. Also, ich bitte Sie, lassen Sie uns gemeinsam durch diesen Abend tragen, denn wir stehen hier stellvertretend für Sie alle. Und wir müssen gemeinsam letzten Endes etwas gegen professionelle Demagogen, die wir hier haben, dagegen setzen. Es ist eine besondere Zeit. Vieles ist in Bewegung gekommen und wir stehen mitten in einer tiefen, zutiefst bewegenden gesellschaftlichen Auseinandersetzung. Und wir als bürgerliche Organisationen haben zu oft die Neigung, uns ins Unpolitische zurückzuziehen, vielleicht auch manchmal die Augen zu schließen vor einer bestimmten Entwicklung. Aber das können wir uns jetzt nicht mehr erlauben. Wenn in aller Offenheit extreme, unser Gemeinwesen spaltende, geschichtsklitternde Aussagen hier in unserem Dresden getroffen werden sollen, dann tritt das unsere Werte mit Füßen und es ist unsere bürgerliche Verpflichtung, sich hiergegen zu Wort zu melden. Marian Turski, einer der letzten Auschwitz-Überlebenden, nannte das vor wenigen Tagen das 11. Gebot. Seid nicht gleichgültig. Also lassen Sie uns gemeinsam ermahnen, nicht gleichgültig zu sein. Mein zweiter Hinweis. Wir haben es hier mit geistigen Brandstiftern zu tun, die die Grundlage unseres Gemeinwesens zerstören wollen. Es geht Ihnen nicht darum, konstruktiv auf Missstände hinzuweisen. Es geht darum, dass Schritt für Schritt das Vertrauen in unsere Institutionen zerstört wird. Wenn 100 Meter von hier jemand auftritt, der andere Politiker als Volksverderber beschimpft, wer sich stolz mit verurteilten Holocaustleugnern zeigt, wer den Antagonismus zwischen Christentum und Judentum herausstellt, wer eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad fordert, wer ankündigt, dass in Deutschland keine halben Sachen mehr gemacht werden, wer in Parlamenten rücksichtslose taktische Spielchen macht, der will unsere Institutionen zerstören. Hier wird ganz bewusst ein Krebsgeschwür der Verrohung in unsere Gesellschaft eingepflanzt und da kommen bei mir die schlimmsten Erinnerungen auf. Und das ist genau die Politik, die einer Höcke personifiziert. Statt Zusammenhalt einer vielfältigen Gemeinschaft wird Hass auf Andersdenkende oder Andersaussehende gesät und Angst vor Veränderung erzeugt. Und diese schreckliche Rhetorik fällt jedoch leider auf furchtbaren Boden bei denen, die das Vertrauen in die Politik verloren haben. Und ich weiß, dass auch durch die Politik der CDU viele unserer sächsischen und Dresdner Mitbürger viel Vertrauen verloren haben. Und ich will meinen Beitrag dazu leisten, das in aller Demut wieder zurückzugewinnen. Lasst uns also alle die wieder abholen, die das Vertrauen in unser Gemeinwesen verloren haben, bevor die Spaltung unumkehrbar wird.
Und das führt mich zu meinem letzten Punkt. Ich bin stolz auf dieses Land und ich bin Patriot, gerade weil ich weiß, dass unser Land ungeheure Chancen für alle bietet, die sich an die Verfassung halten und die sich hier einbringen wollen. Und ich bin stolz, dass von Deutschland aus wesentliche Impulse für die europäische Einigung ausgingen. Das hat uns 75 Jahre Frieden beschert und es ist für uns heute die einzige Chance, die globalen Herausforderungen mitzugestalten. Und ich bin stolz darauf, dass wir es, anders als wohl die meisten anderen Länder, geschafft haben, unsere dunkelsten Kapitel aufzuarbeiten. Unseres ist beileibe kein Vogelschiss der Geschichte. Es ist für mich keine Schande, dass wir uns mit der Schuld unseres Volkes während der Zeit des Nationalsozialismus auseinandersetzen. Denn wir wollen verhindern, dass das jemals wieder passiert. Und das macht uns alle zusammen stark. Also, zusammenfassend will ich Ihnen sagen, verlassen wir gemeinsam unsere Komfortzone und seien wir nicht gleichgültig. Lasst uns von geistigen Brandstiftern nicht das Grundvertrauen in unser gemeinsames, in unser Gemeinwesen und in unsere demokratischen Institutionen kaputt machen. Und lasst uns stolz auf unser großartiges und vielfältiges Land als starker Pfeiler eines vereinten Europas sein. Vielen Dank, dass Sie mir zugehört haben.